Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der Wohnungslosigkeit aktiv verhindert wird. In einer Gesellschaft, die nicht die Augen vor dem Problem verschließt, sondern bedarfsgerechte und niedrigschwellige Angebote für Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen schafft. Deshalb gebe ich am Sonntag meine Stimme ab. Für eine Gesellschaft, die sich für das Recht auf Wohnen stark macht. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Kinder nicht mehr hungrig zur Schule gehen müssen und alles werden können, was sie sich wünschen. Eine Gesellschaft, in der Eltern keine Angst mehr haben müssen, ihre Miete nicht bezahlen zu können und ältere Menschen ganz sorgenfrei ihre Rente genießen können. Darum gehe ich am Sonntag wählen. Für eine Regierung, die sich stark macht, um Armut zu bekämpfen. Wenn kein Bus mehr fährt und keine Bahn, wenn man sozusagen zum Telefonieren auf einen Traktor steigen muss, dann ist irgendwas abgehängt. Und die Leute auf dem Lande wissen, worüber ich spreche. Ich denke, wir brauchen eine Gesellschaft, die für gleiche Lebensverhältnisse sorgt, in Stadt und Land. Und deswegen gehe ich am Sonntag wählen. Geflüchtete integrieren. Wir wollen, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Bildung, zur Gesellschaft und zur Gesundheit haben, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Wir wollen, dass Kinder in Ankerzentren nicht von der Bildung ferngehalten werden. Wir wollen Projekte mit Geflüchteten miteinander lernen, voneinander lernen. Und wir möchten, dass alle Menschen miteinander eine Gemeinschaft aufbauen, in der sie sich gegenseitig beraten, begleiten und unterstützen. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Unterstützungsangebote so gestaltet werden, dass sie Klientinnen und Klienten wirklich unterstützen können und die nicht nur wirtschaftlich tragbar sind. Angebote und Menschen, die verlässlich sind, und ein System, das sich auf die Bedarfe der Klientinnen und Klienten einlassen kann. Soziale Arbeit mit dem Fokus auf die Menschen. Dafür gebe ich meine Stimme. Unsere Gesellschaft muss noch einmal selbst die Schulbank drücken. Um Kindern in dieser Gesellschaft die gleichen Chancen unabhängig vom Geldbeutel der Eltern bieten zu können, muss sich deutlich etwas ändern. Das haben insbesondere die letzten Monate gezeigt. Ich gebe meine Stimme ab für eine Gesellschaft, die erkannt hat, dass Betreuungsschlüssel und Finanzierungen deutlich erhöht werden müssen. Für eine Gesellschaft, die Ganztagsangebote unabhängig vom finanziellen Status der Eltern schafft. Und für eine Gesellschaft, die erkannt hat, dass Kinder das Recht haben müssen, aktiv mitzuentscheiden. Inklusion heißt für uns, dass alle Menschen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen können, als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Dafür brauchen wir Strukturen, Freizeit- und Bildungsangebote, die so gestaltet sind, dass wirklich alle daran teilhaben können. Und Unterstützung, zum Beispiel durch Inklusionslotsinnen und Lotsen, die aktiv am Arbeitsmarkt vermitteln. Dafür setzen wir uns ein. Dafür setzen wir unser Kreuz. Schulgesundheitsfachkräfte kleben nicht einfach nur Pflaster auf. Sie unterstützen Schüler und Schülerinnen dabei, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Sie sind Ansprechpersonen und helfen Kindern und Jugendlichen dabei, gesund aufwachsen zu können. Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen müssen wieder in den Fokus der Gesellschaft rücken. Ich gebe meine Stimme für eine Gesellschaft, in der multiprofessionelle Teams an Schulen, dazu gehören unter anderem gut ausgebildete Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen und auch Schulgesundheitsfachkräfte im gesamten Land Standard werden. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Wohnraum in größeren Städten ist für viele kaum noch bezahlbar. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Platz für alle ist, in der sozialer Wohnungsbau wieder aktiv gefördert wird, durch Programme, kommunale Wohnungstauschportale, barrierefreien Wohnraum
und natürlich die Schaffung von Möglichkeiten, damit Menschen wieder zusammenkommen können, in Treffpunkten und Bürgerhäusern. Dafür setze ich am Sonntag mein Kreuz. Wir brauchen eine Gesellschaft, die solidarisch und gerecht ist. Dafür haben wir als AWO-Bezirksverband 9 Forderungen aufgestellt. Für eine bunte und sozial gerechte Gesellschaft. Geh auch du, wie wir, am Sonntag wählen.